Was macht Link, wenn ihm nachts langweilig ist? Er schaut sich die streunenden Hunde an, die ihn beschnuppern, und spielt mit ihnen Fang den Knochen. Aber das ist nicht jetzt, würde ich sagen, nicht unsere Aufgabe. Wir haben ja noch einen Brief bekommen und ich glaube, den haben wir ja sogar noch mal gar nicht gelesen. Das sollten wir ja noch mal tun. Sonst wissen wir ja gar nicht, was sie von uns will. Dringend. Hallo Jake, im Moment befinden sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm so schnell du kannst. Meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also lass ihn ja jetzt noch ein paar Rubine ausgeben und auch die Goldinsekten noch mal abgeben. Aber das mache ich, glaube ich, später, weil... Ja, habe ich jetzt... So, dann gehen wir auf... Naja. Ja, genau. Jetzt kannst du auch mal auf den Boden gehen und mal gucken, was er labert. Frag mich nur, warum? Muss er halt, braucht er halt Energienachschub, wenn er so viel rennen muss, oder... Ahnung, also. Naja, was soll's. Jake, da bist du ja. Und ja, wie man auf diese Idee zu ihr gekommen ist, möchte ich auch gerne wissen. Aber jetzt genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Alle mal hören. Ich will euch jemand vorstellen. Das ist Jake, der, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Du erinnerst dich doch noch an das, was ich dir erzählt habe. Meine Frau ist unterwegs, um etwas über den Osten zu erfahren. Ein mysteriöser Ort. Raffle heißt er. Ein netter Alter. Du solltest ihn kennenlernen. Entspannen, bevor die Reise weitergeht. Unterhalte dich doch einfach ein wenig mit meinen Leuten. Alles ganz wundervolle Menschen. Ja, die auch im weiteren Verlauf eine wichtige Rolle spielen werden. Aber ich würde sagen, als erstes ist mal diese Karte hier interessant. Raffler versucht gerade in der Nähe des Hylia-Sees etwas über die Gerudo-Wüste zu erfahren. Interessant. Und sollten wir wohl danach... Aber vor allen Dingen ist er hier. Interessant. Kommt er euch bekannt vor? Sagt erstmal nichts. Lange nicht gesehen, Jake. Ja. Uline hat mir alles erzählt. Und in Kakariko habe ich die Kinder auch schon getroffen. Haben natürlich alles von deinen Heldentaten berichtet. Ja, und da dachte ich, ich sollte mich auch irgendwie nützlich machen, damit er stolz auf mich ist. Weißt du, Thelma und ich, wir sind alte Bekannte. Im Moment versuchen wir noch etwas herauszubekommen, aber wenn es soweit ist... Ja. Gut, die anderen sagen auch noch was so zu ihren Gebieten. Die eine über die Schneeberge und... Ist jetzt gut, sich zum... Hyliasee aufzumachen. Genau. Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Festung, die wir ja gleich wohl vielleicht noch sehen werden. Vielleicht war das die alte Gerudo. Könnte nicht ein Hinweis sein, aber... Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ist auch nur Interpretationssache. Also es kann natürlich auch falsch sein. So. Ja, genau. Ich glaube mal, ich hole mir noch hier. Genau, ich hole mir noch. Hier gibt es ja noch diesen einen Schmetterling hier irgendwo auf so einem Hügel. Den kann ich mir auch noch. Man hätte sich, glaube ich, diesen Schmetterling, der da oben ist, auch schon mit dem Sturmbumerang früher holen können. Aber habe ich wohl verdrängt. Naja, spielt ja auch keine Rolle. Oh. Aber ich meine auch so in Erinnerung zu haben, in dieser Ebene da, wo man diesen einen Riesen-King-Dings-Bulblin genau verfolgt, da ist ja auch, sind die auch diese Heuschrecken, glaube ich, so schwer zu finden, da weil die... Ja. Heiße Luft. Die an der Brücke und dann noch so welche, die sich am Boden rumkrabbeln. Man, glaube ich, so schwer sieht.
sein. Will aber erst später kommen. Ja, wo willst du hin? Ich will schon deine Kuchen müssen. Ja. Und der Lohn, ja. Da werde ich... Wo kommen wir jetzt zum Raffler hin? Genau, ich glaube über diese Art Holzbrücke. Genau, ja, da kommt. So, okkulte Kunst. Oh, wie schnell das jetzt hier geht. Kann ich schon... War eigentlich auch, glaube ich, eine dieser lustigen Lampenhüllen oder so. Weiß gar nicht mehr. So, ich weiß, fällt er dann nur vom Baum runter. Also, er kommt direkt zu dir. Vom Baum runter und dann habe ich dich nicht mehr gefunden. Ich schaue mich um wie ein Depp und was sehe ich? Das Insekt ist vor meinen Füßen. Vielleicht ist es dieses Lied zum Wüstentempel vielleicht. Wer weiß. Also die hängen müsste am... Wenn ihr es wisst, die haben schon. Soweit ich weiß. Natürlich auf zu diesem Raff. Bis man die alle hat. Das oh, und das ist direkt noch eine nächste Geisterseele. Blöde Aufgabe. Sonst meine ich immer am Tag hier hingekommen bin. Finde ich gut, dass es diesmal in der Nacht geklappt hat, damit vielleicht hätte ich diese Geisterseele nicht direkt auf Anhieb bekommen. Hält sich in Grenzen. Auch nicht auf diesen Turm hochkommen. Frag mich, wie man... Thelma. Ich bin oft bei ihr an. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder oh ja. Die ist direkt hinter dir. Meine ich. Aber sonst nichts zu tun. Ach wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit es in meinen Karten liegt. Bitte übergib dies Toby. Er braucht einen Freizeitpark. Lege es auf, wo immer du willst. Es gibt da diesen Menschen, Toby heißt er. Ich habe ihm einmal sehr geholfen. Er steht tief in meiner Schuld. Wir werden eine sehr komfortable Art finden, dort zu... Ja. Was ist das für ein Lizenz? Da komme ich jetzt aber auch nicht drauf. Aber noch komischer als er ist ja der Typ, der da ganz oben... Wie soll man das Ding da nennen? Diese... Ja, wohl jetzt nicht dran. So, unser Ziel ist ja er hier. Dieser komische... Oh, das ist doch vom alten Raffler. Pah, dem alten kann man einfach nicht widersprechen, oder? Oase, ja. Den Flugpreis bekommst du diesmal erlassen. Was ist? Sollst du sofort losgehen? Ja. Na gut, na gut. Aber einen Freiflug bekommst du nur dieses eine Mal. Also dann.
Ja, das Spielchen kennen wir ja schon. Komfortabelste Art zu reisen. Müsste eigentlich ver... Ja. Und die Landung ist bestimmt auch sehr angenehm. Und hier an steht, als ob ja nichts wäre. Ich... Es gibt etwas, das ich hier sagen muss. Das Licht zu erreichen. Und den Wesen jenes Schattenreiches war es auch... in der Dunkelheit zu leben. Oh, das sieht ja mal schön. Das ist die Geschichte des Schattenvolkes, so wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist... Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Willst, vielleicht auch selber in die Wüste gehen. Ja, vielleicht sind wir... Oh, das wird sich auch immer so wütend. Aber als Sanzu die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Er verfügte über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Man sagt, dieser Weg führe über eben jenen Schattenspiegel und die Göttinnen vertrauten ihn den Wächtern von Hyrule an. Und du wirst ihn doch sicher mit mir zusammen suchen, oder? Mit Links Grinsen vermittelt, natürlich mache ich das. Ja, genau. Oder halt gar nichts sagen. Auch noch eine Möglichkeit. Gar kein... Ich bin mal ein sehr großer Ort. Und... Und bevor wir wohl uns zu dieser Burg aufmachen, sieht ja das Ding hier hinten interessant aus. Muss ich mal so sagen. Rennen und laufen. Könnte ich auch den Wolf nehmen, aber... Na komm, dann nicht im Wolf, bin ich ein bisschen schneller. Epona kann man ja hier ja leider vergessen. Die wird hier wohl nicht hinkommen. Vor allen Dingen, weil es hier auch... ...art hier irgendwie schneller voranzukommen. Winkel, das ist die ganzen Sch... So, und es wird auch langsam Tag. Und ich bin hier wohl angekommen. Was ist das? Ist das ein Turm oder... Denk jemand... Zirkus, ich weiß nicht warum. Ziehen. Bei der Musik. Eine andere Möglichkeit haben wir ja wohl auch nicht. Genau. Das auch, ah, ich glaube, die Geisterseele werde ich wohl nicht mehr kriegen. Wird ja gerade Tag. Ja, jetzt ist sie weg. Hoch, was jetzt? Ach, die Schatten. Jetzt in der... wieder. Ja. Zwei. Ja. Gute Sache, dass wir das jetzt haben. Oder ein Stein, oder... Sieht auf jeden Fall sehr massiv aus, was zu wissen. Was ist das denn? Wir können es warpen. Wo könnte man wohl das... Ja, die ich natürlich beantworten werde. Es ist natürlich die Eldin-Brücke. Das Stück, was diese... Komisch, das Link ist überhaupt überlebt. Wer wird
nicht jeden Tag in der Kanone abgeschossen. Auch ich jeden Tag. Na, so einfach geht's. So eine in ihren Augen... Jetzt gehen wir ja wieder zurück, weil hier müssen wir ja nicht hin. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, dann werden wir... Können wir dann im nächsten Part anschauen, wie weit die Wüste... Was wir hier wohl noch so finden. Ja, ich glaube... Glaube ich, weil die auch so in diesen Tälern versteckt sind. Können wir hier mit unserem Pfeiler, mit unserem Pfeil und Bogen arbeiten? Sieht so aus. Auf jeden Fall haben sie uns wohl schon gesehen. Wenn diese meinen zu kommen, dann... Geben wir mal ein schönes Geschenk entgegen. Ja, kommt her. Neben Eigen. Ja, und damit hat sich... Und sogar eine richtig coole Art. Ja. Denn mit diesem Schwein ist das kein Problem. Diese Tür... So, dich holen wir da auch noch runter von deinem Platz hier. Da sind ja noch die Truhen. Ja, gut. Ich glaube, das war's ja. Diese Barrikadierung durchkommen. Sich Rubine, die ich nicht aufnehmen kann, weil ich eine fast komplette Rubintasche habe. Wahrscheinlich ist hier, sind hier auch noch Rubine drin. Ja. Ja. Auch wie hier. Kann ich das noch kaputt machen? Nee. Na egal. Ist ja nur ein Feuer, das kann ja ruhig brennen. Ich lauf beim nächsten Part wieder ein. Ja. Dann werden wir uns mal die Burg hier... So. Gut. Wenn ihr das macht. Link in der... Und dann, ja, bis zum nächsten Part.